Hallo und guten Morgen. Ja, neuer Tag, so mehr oder weniger. Es ist noch ganz dämmerig. Und wir schauen mal wieder, was Felix von uns möchte. Der Wind und die Schatten der Ballons jagen über die Felder. Naja gut, das ist wieder relativ einfach. Ballons und Felder haben wir eigentlich nur an einer Stelle. Und zwar hier an den Everwind-Feldern. Gut, da haben wir es dann ja auch nicht ganz so weit. Machen wir uns mal los. Ja, ich habe mir gedacht, heute versuchen wir es mal ein bisschen früh, weil irgendwann wird ja hier heute Ende sein und das Update kommen. Es ist jetzt gerade mal 7 Uhr. Ja, da haben wir auch die Ballons schon da oben. Mal gucken, wo wir jetzt hier was Glitzerndes finden. Unterwegs immer noch mit Old Friend. Ich habe gestern noch ein bisschen gelevelt. Der ist jetzt schon mal Level 12. Bleibt ja jetzt absolut spannend abzuwarten, ob jetzt heute die Friesen kommen. Naja, es ist wie gesagt 7 Uhr. Noch sind die Server offen. Werden wir sehen, wann das dann heute hier losgeht und wie lange das dauert. Und was mich ja dann noch so ein bisschen... Ich meine, da war ja noch dieser Speedbug. Da werden sie ja dann heute wohl auch irgendwie was machen. Ich habe ihn also nicht genutzt. Ich habe ihn auch nicht ausprobiert. Nicht etwa, weil ich da irgendwie übervorsichtig sein wollte. Ich meine, gut, Bug-Using ist klar, ist verboten. Aber in erster Linie bin ich dann einfach immer zu faul, diesen Affenaufstand mit Bug dich da durch die Wand und ins Einkaufszentrum und das und jenes und nur um da ein bisschen schneller zu sein. Also, das heißt ein bisschen, war ja wirklich viel schneller, aber naja. Ja, jetzt ist ja die Frage, StarStable hat hier angekündigt, dass es da relativ krasse Maßnahmen diesmal gibt und dass sie aufgrund der besten Listen, der Highscore-Listen auch durchaus in der Lage sind, ist ja klar, ganz einfach und schnell festzustellen, wer den da genutzt hat und wer sich damit halt einen Vorteil verschafft hat. Das ist ja der Punkt. Na, Bug-Using ist ja in erster Linie, verschafft dir irgendwie einen Vorteil und das ist eben verboten. Naja, gut, und jetzt bleibt dann mal abzuwarten, was da kommt. Ne? Es wird wohl irgendwelche Sperrungen geben von Accounts und da ist halt noch nichts klar, wie viel, wie lange. Ich hoffe ja, dass es dann, ich meine, klar, man muss es ahnden, aber wer es dann mal einfach ausprobiert hat, ich weiß nicht, ob man da gleich so krass durchgreifen muss. Ja, und da haben wir auch den Schatz dann schon gefunden, schnappen wir ihn gleich mal mit. Naja, wir werden es erleben, ob da heute jetzt schon was kommt oder ob sich StarStable da noch Zeit lässt. Keine Ahnung, was diese Bug-Geschichte betrifft, beziehungsweise die Strafen für die Bug-Geschichte. Naja, und dann bleiben halt noch die Fragen, was ist heute mit den Friesen? Kommen die heute raus oder kommt ganz was anderes? Ich bin gespannt. Und vor allem die große Frage, wie jeden Mittwoch, wie lange geht's? Also es ist ja manchmal schon extrem, ne? Also an manchen Tagen dauert es dann wirklich bis nachmittags. Man denkt, jetzt kommt Gott weiß was Großes und dann kommt irgendwie echt nichts. Ne? Naja. Und dann gibt es wieder die Tage, wo irgendwie was wirklich Großveränderndes kommt und das Update ist recht schnell. Aber ich glaube, das hängt dann damit zusammen, was im Hintergrund noch gemacht wird. Oder eben nicht. Naja. Jo, Felix. Wir haben den Schatz gefunden. Was bekommen wir denn heute? Handschuhe bekommen wir. Ja, ich habe zu viel Geld. Das liegt aber daran, dass ich ein T-Shirt kaufen möchte. Mir aber der Ruf noch fehlt. So, Handschuhe. Sommerliche Handschuhe. Eine Belohnung der Midsommer-Schatzjagd. Reiten plus 1. Verkaufspreis 95 Schillinge. Einschränkungen ab Spielerlevel 3. Na komm, zieh mal an hier. Tja, absteigen, weil das dann kommen wir, glaube ich, ein bisschen besser dran, ein bisschen näher dran. Sehen ja nicht ganz so schlecht aus, zu braunen Sachen passen sie. Auch zu diesen hellen Sommersachen. Ja, gut, haben wir mal wieder ein neues Paar Handschuhe in der Garderobensammlung. Ja, ihr Lieben. Das war's dann erstmal im Moment von mir. Ich melde mich dann wieder, sobald
das Update da ist. Mal gucken, ob es dann vielleicht heute, wenn die Friesen nur kommen und sonst nichts Großartiges, gleich noch ein Kaufvideo gibt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was ich da noch mache oder auch nicht, je nachdem. Ja, bis später also. Tschüss.